Das Tor, das zur deutschen Einheit führte. Auf diesem bewachten Areal im Nordkaukasus herrschte einst der sowjetische Geheimdienst KGB. Inzwischen ist es dem Präsidialamt von Wladimir Putin unterstellt. Wir sind das erste westliche Fernsehteam, das hier Zugang bekommt für eine historische Spurensuche, sogar innerhalb der abgeschirmten Staatsdacha. Weltbekannt sind die Außenbilder des sogenannten Strickjackentreffens zwischen dem damaligen Kreml-Chef Michail Gorbatschow und Bundeskanzler Helmut Kohl im Juli 1990 vor den Toren des kaukasischen Dorfes mit dem Namen Archiz. Die Welt schaute gebannt, ob Gorbatschow zulassen würde, dass ein wiedervereinigtes Deutschland Mitglied der NATO wird. An diesen Konferenztischen wurde Weltgeschichte geschrieben. Mit dem Ende der Teilung Deutschlands ging auch die Teilung Europas im Kalten Krieg zu Ende. Wladimir Wladimirovich Putin. Seit einiger Zeit behauptet der Kreml, der Westen habe damalige Vereinbarungen gebrochen. Wir wurden in der Vergangenheit vom Westen oft betrogen. So war es auch mit der NATO-Osterweiterung. Auch mit diesem Vorwurf begründet Putin sein Vorgehen in der Ukraine und seinen Anspruch auf die Krim. In einer Zeit, in der bereits von einem neuen Kalten Krieg gesprochen wird, macht die russische Führung die Wiedervereinigung zu einer brisanten Frage heutiger Außenpolitik. Was hatten der Kreml, Deutschland und seine westlichen Verbündeten während der Verhandlungen tatsächlich beschlossen? Wurde Russland in der NATO-Frage wirklich getäuscht?